Moin Leute, neues Video. Van 360 Tagebuch, die zweite. Warum eine Woche zeitversetzt nochmal? Wir wollten euch einfach mal so ein Stück weit jetzt mitnehmen und schauen, was innerhalb von einer Woche bei uns auf den Bühnen so passiert. Sprechen dazu wieder mit allen Kollegen. Heute sind auch Matthias und Tommy wieder mit am Start. Also, bleibt dran. Wir stehen jetzt hier gerade mitten bei uns im Werkraum, so nenne ich es. Nicht mehr Showroom, ist kein Showroom, es wird gearbeitet. Und ihr seht hier den Bus von Klaus, der in der letzten Woche noch drüben in der Karosserieabteilung auf der Bühne war und von Tommy komplett zerlegt wurde. Diese Woche ist unter anderem passiert, dass, wenn ihr hier mal reinschaut, der komplette Motor ist noch demontiert worden, auf eine Palette gepackt worden, sauber eingepackt worden. Und der Kunde wünscht sich einen Motorumbau. Zu dem Motorumbau würden wir dann im späteren Verlauf der Restaurierung noch mal etwas detaillierter eingehen. Wir haben hier ein Projekt, das ist beispielsweise jetzt mal einer, nachdem wir viele gesehen haben, die gerade mitten in der Bearbeitung sind. Der hat jetzt das Ende der Restaurierung erreicht, ne? Und ist jetzt vom Aufbereiter schon zurück, ist von uns getestet worden und wartet jetzt darauf, dass in der nächsten Woche dann noch ein Wertgutachten gemacht wird. Und die Kunden sind auch schon zur Probe gefahren mit dem Bus, war ein Lächeln im Gesicht zu entnehmen und freuen sich bestimmt jetzt dann auch drauf, den Bus dann demnächst abholen zu können. Also ein Projekt beendet, das fühlt sich immer gut an. Wir bewegen uns jetzt mal in Richtung der Restaurierung und hier vorne haben wir den lieben Paul sitzen. Moin. Paul kennt ihr vielleicht noch. Guck mal, Paul, ich drück dir mal unser geiles Schulmikro in die Hand. Du sprichst einfach in den Puschel dann rein. Mach ich. Paul kennt ihr vielleicht noch aus unserem Video, Leute und ihre Bullis. Wir hatten ein Video gedreht, Paul hat seinen Bus ein bisschen gezeigt, wir sind ein bisschen durch den Bus geschlichen, hatten technische Arbeiten umgesetzt und du warst im Urlaub damit. Korrekt, ja. Ich habe quasi Jungfernfahrt mit dem Karma in Colorado gemacht und waren 3,5 Wochen in Südfrankreich und danach nochmal 3 Wochen in Schweden. Ja. Also einmal Hot-Season und einmal Regen- und Cool-Season ausprobiert mit dem Fahrzeug. Ein Wettermix. Genau. Ja, klingt gut. War gut? Habt ihr euch gut erholt? War super. Gut erholt und das Fahrzeug hat auch alles gehalten und hat Spaß gemacht. Also muss schön. Man wirklich sagen. Schön. Und jetzt bist du wieder da. Warum bist jetzt du eigentlich wieder da? Weil noch so ein paar Arbeiten natürlich anstehen und diesmal im Wesentlichen die Frontscheibe. Ja. Die kriegt jetzt endlich mal oder bekommt neu eine neue Frontscheibe rein und Rahmen und so weiter. Also ein bisschen Kleinarbeiten noch dazu. Ja, schön. Ja, dann sage ich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne, gerne. Dieses Video ging ein bisschen schneller mit dir. Das Schullevel-Mikro, das nehme ich wieder an mich. Bis und zum nächsten Mal. Du machst dich bestimmt gleich auf den Weg nach Hamburg. Ich fahre nach Hamburg zurück, genau. Und hoffe dann demnächst wieder abholen. Ja, genau. Da weiß Wolli dann Näheres, wann das soweit sein wird. Dankeschön, ne? Mach's gut. Tschüss. So, wir haben heute in der Technik oder in der Technikrestaurierung so ein bisschen einen bunten Mix aus, bisschen Bewegung, bisschen Arbeit, bisschen Handwerk, bisschen Hintergrund und Projektwissen. Und ja, lasst das einfach mal nur ganz kurz auf euch wirken. Die Kollegen sind mitten dabei, gerade das Dach aufzusetzen auf diesen schönen restaurierten, also noch nicht komplett restaurierten Bus von unserem Kunden. Das Dach ist lackiert worden in der Wunschfarbe Rot, wird jetzt gerade draufgeklebt. Tommy hat das alles soweit vorbereitet und wenn es dann nachher draufgeklebt ist, wartet im nächsten Schritt natürlich dann die Lackierung der restlichen Karosserie. Bevor wir gleich mit den einzelnen Kollegen sprechen, gehen wir erstmal auf den Bereich von Thorsten ein. Ich lege dazu einmal kurz unser Schuhlöffel-Mikro weg, da muss ich das nicht die ganze Zeit mit mir rumschleppen. Hier seht ihr geschliffene Türen, gehen wir gleich drauf ein. Erst einmal noch mal ganz kurz hier. Hier haben wir ganz kurz den Bus geparkt, der im letzten Video zu sehen war. Und wenn wir hier unten einmal nur mal ganz kurz schauen, das untere Frontblech ist von Thorsten erneuert worden. Wir befinden uns jetzt gerade in der Abstimmung mit dem Kunden zur Restaurierung des Dachrahmens. Der Kunde hat ein KVA bekommen. Wir warten auf die Bestätigung und dann kann es da auch weitergehen. Thorsten hat sich jetzt in der Zwischenzeit dann mit dem T3 hier von Klaus beschäftigt. Und wer in der letzten Woche eingeschaltet hat, wird vernommen haben hoffentlich,
dass wir hier in dem Bereich aufgeschliffen haben und festgestellt haben, dass da doch relativ viel Spachtel drauf ist. Das war gut, dass Thorsten das gemacht hat. Und Thorsten ist dann nochmal weitergegangen, hat sich die Schiebetür und die Beifahrertür genommen und einmal komplett alles abgeschliffen. Und das ist relativ interessant. Wir sehen beispielsweise, dass hier mal was angeheftet wurde in der Vergangenheit. Und ansonsten sieht, glaube ich, in den Bildern, die ihr seht, die Tür relativ unauffällig auf. Deswegen nehme ich mir jetzt mal ein kleines Hilfsmittel, um so ein paar kleinere Sachen zu veranschaulichen. Weil die Tür, die sah von außen gut aus, ne? Wenn wir jetzt aber mal hier schauen und dieses Teil hier einfach mal drauflegen, dann sehen wir hier drunter einen relativ großen Spalt. Das deutet alles darauf hin, dass der Bus irgendwann mal so einen kleinen Unfallschaden hatte oder irgendeiner mal in die Seite gefahren ist. Mit der Tür ist auf alle Fälle irgendwas passiert. Und der Bus war mal irgendwo in der Bearbeitung und diese Unebenheit ist einfach weggeschliffen worden. Ne? Das soll natürlich so nicht sein. Spachtel auf dem Bus ist nicht gut. Wir gehen jetzt dann nachher bei und werden das natürlich ausbeulen, also die Kuhle dann rausziehen. Und das lässt sich hier ganz gut veranschaulichen, weil das ist auch nochmal relativ interessant. Wenn ich jetzt dieses Ding hier mal drauflege, ne, dann sehen wir haben hier eine kleine Biegung drin. So soll das sein. Das ist eine gute Biegung. Und wenn wir hier zur anderen Seite der Tür gehen, dann lege ich es hier drauf und wir sehen, wir haben keine Biegung drin. Also auch hier haben wir eine Delle im Blech. Und Thorsten geht dann nachher hin, muss mal gucken, wie er es macht. Entweder nimmt er sich den Spotter und zieht es raus oder pettet es. Ne? Also petten bedeutet, er klebt hier so ein Pad drauf, montiert seinen Zughammer und zieht das dann dezent raus, damit das Karosseriebild wieder so ist, wie es dann nachher sein soll. Sodass die Grundlage dann nachher auch geschaffen ist, damit der Bus vernünftig lackiert werden kann. So, und jetzt gehen wir einmal weiter zu den Kollegen. Und starten am besten einmal kurz mit Till. Wir fangen hinten bei Till an. Die anderen sind hier noch voll am werkeln. Till, wir fangen bei dir an. Ja. Guck mal, heute ist es ein Schuhlöffel-Mikro. Drück dir das mal in die Hand. Schön oben reinsprechen. Ja. Erzähl mal, wir drehen ja Video, Versatz letzte Woche zu dieser Woche, was ist so passiert. Was hast du diese Woche so auf der Agenda gehabt? Ja, diese Woche hatte ich einen schönen Auftrag auch an einem T3. Mhm. Da habe ich eine Inspektion gemacht, mit Zahnriemenwechsel, eine neue Wasserpumpe hat er bekommen. Ja. Genau, bei der Inspektion ist dann auch aufgefallen, dass ein paar Bremsleitungen rostig waren. Ja. Die haben wir dann auch ersetzt. Ja, sehr gut. Genau. Also ein bisschen klassisches Servicearbeiten danach. Ja. Ne? Finde ich ganz wichtig, das mal zu erwähnen, weil ich glaube, der Eindruck in unseren Videos ist der, wir machen nur Restaurierung. Ne? Das ist natürlich nicht der Fall. Aber ich glaube, das überlagert alles andere so ein bisschen. Wir machen natürlich auch klassische technische Reparaturen. Ne? Sei es eine Fehlersuche oder eine Inspektion dann. Ja. Oder auch einfach den kompletten Technikcheck hier durchzureparieren. Ne? Das kann man alles schön gut voneinander trennen. Und jetzt bist du an dem Bus bei von Paul. Ja, genau. Und Paul, wenn ihr das vorletzte Video von uns gesehen habt, da habe ich mit Paul ein Leute und ihre Buddies Video gedreht. Da hat er seinen Bus gerade zu uns gebracht. Und jetzt ist er Bearbeitung bei Till. Ja. Schieß mal los. Was machst du jetzt hier? Jetzt zeige ich an. Ich bin jetzt dabei, den Bus von außen zu zerlegen gerade. Mhm. In Vorbereitung für die Karosseriearbeiten. Ja. Das heißt, alle Anbauteile, die hier dran, die Scheibenwischer kommen noch ab, die Düsen, Frontgelapp ich abgenommen, die Leuchten werden rausgenommen, der kommt ab, Stoßstange. Mhm. Im Prinzip alles, was das rangebaut ist, alle Scheiben kommen raus, Spiegel, Griffe, Schlösser, Türinnenverkleidung wird noch rausgenommen, wenn er dann lackiert wird, dass das auch alles weg ist und nur noch das Blech da ist im Prinzip. Ja, schöne Sache. Und du arbeitest dich dann von vorne nach hinten durch? Genau, ich arbeite mich jetzt von vorne nach hinten durch. Das wird dann auch alles noch wegsortiert in Kartons nach dem Bereich, dass man dann beim Komplettieren später auch alles griffbereit hat. Ja, super. Genau. Man sieht noch ganz gut, du hast heute mit dem Bus angefangen. Ja. Er ist noch ein bisschen feucht. Heute war ein bisschen Schiedwetter bei uns in Kronskamp. Ja. Ich wollte gerade Rostock sagen, aber da sind wir nicht. Okay, Till, dann sage ich einmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich guck mal, wo wir jetzt hingehen. Ich glaube, am meisten Sinn macht es dann jetzt, mit Tommy zu reden.
Tommy, kannst du schon oder ist gerade noch doof? Noch ein bisschen doof. Dann müssen wir mit Nico reden. Wer ist das? Ja, ein extra Tagebuch, Nico. Guck mal, ich drück dir das mal in die Hand. Und dann haben wir auch dreckige Hände, ne? Ja, das ist schon okay. Immer schön reinreden. Mhm. Was machst du gerade hier? Ich schneide gerade auf einer anderen Art Gewinde nach, ja, bei den Schrauben. Denn die brauche ich gleich, denn ich möchte bei unserem Kunden Georg nämlich die Vorderachse einbauen. Ja. Aber da muss ich erstmal die Gewinde nachschneiden, damit okay, die auch gut sind. Ja, dann lass uns mal rübergehen zum Bus von Georg und so ein bisschen zeigen, was da dann jetzt diese Woche passiert ist. Ja. Hast du eine Lampe mit, Nico? Ich habe auch irgendwo eine Lampe, ja, hier. Mhm. Sehr gut. So. Ja. Vielleicht nur noch ganz kurz, im letzten Video ist es ja so, der Unterboden war noch komplett nackt, ne? Nicht ganz, nicht, also ein paar so Kleinigkeiten viel, waren ja drin, ne? Aber jetzt habe ich sozusagen hier noch die ganze Hinterachse sozusagen eingebaut worden. Mhm. Ne, sozusagen hier haben wir dann noch die Bremsleitungen auch gemacht, ne? Die habe ich erst dann gemacht, als die drin waren. Mhm. Ne, hier, wie wir gesagt haben, mit dem Unterboden, was wir annieten können, hier sind auch noch ein paar Sachen angenietet. Mhm. Genau, dann habe ich natürlich noch das Handbremsseil und sowas eingebaut. Und ja, wie wir denn hier sehen, auf meinem provisorischen Rolltisch baue ich denn sozusagen die Vorderachse gerade zusammen. Mhm. Ist jetzt so halbwegs zusammen. Radlagergehäuse sozusagen fehlen noch auf beiden Seiten. Ne, das wird dann ja hier zwischenhängen, da ist dann Radlager, Bremse und alles nachher dran. Ja. Aber das mache ich nachher später, wenn die Vorderachse drinne hängt. Ne, die kommt dann ja schön hier in diesem Bereich hin. Ja. Ne, hier sehen wir dann auch sozusagen die Lenksäule, da kommt dann das Lenkgetriebe ran. Mhm. Genau. Und dann haben wir einen großen Schritt. Dann ist er endlich rollbar. Ja, das ist immer viel wert, ne? Ja, das stimmt. Ne? Damit die Bühne nicht blockiert wird oder so, wenn ich jetzt zum Beispiel weg bin, so wie nächste Woche. Ja, so laufen, ne? Genau. Ja, ja. Ja, ist gut. Und theoretisch innen und außen wird dann ja nachher vorne im Showroom, Werkraum, genau, komplettiert. Müssen wir mal gucken, dass wir das Prozess also hinbekommen. Das wäre schön, wenn wir das hinbekämen und so langsam dann halt auch wirklich den Standort so nutzen, wie wir es angedacht haben. Mhm. Jetzt hatten wir ja eigentlich den Plan, das hier im Video zu montieren. Genau. Um so einen kleinen bisschen Fortschritt auch nochmal direkt zu zeigen. Dazu wollte ich ja eigentlich gerne Tommy haben, aber Tommy, ja? Der ist, glaube ich, noch beschäftigt. Ja. Tommy, bist du noch beschäftigt? Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob wir sonst, dann würde ich sonst vielleicht Matthias einfach mal holen. Der muss ja dann danach ran, würde ich sagen, wenn Tommy, ich weiß, glaube ich, Tommy braucht noch ein bisschen. Ja, ich glaube, sonst machen wir das nicht. Ne? Das ist dann halt von uns, vom Timing her schlecht. Das signalisiert einfach nur, dass wir halt in der Aktion versuchen zu drehen und das passt jetzt zeitlich nicht so ganz zueinander. Ne? Theoretisch, beschreibst du mal einmal theoretisch, was jetzt passieren würde? Genau, also ich würde mir das jetzt erstmal ein bisschen ausmitteln sozusagen, ne? Dass wir hier mit den Punkten hinkommen. Mhm. Dann wird einer die Bühne runterlassen. Ich würde natürlich unter dem Auto sitzen und gucken, dass so gut wie möglich dieses Teil auf unser Lenkgetriebe kommt, damit das passt. Ne? Also man kann es im eingebauten Zustand auch machen, ist aber sehr fummelig. Ne? Ja. Jetzt geht's noch, weil der Motor draußen ist natürlich, ne? Würde man auch so hinkriegen. Aber einer muss dann natürlich noch gucken, ob alles denn so passt. Ne? Deswegen lässt einer die Bühne runter und der zweite Mann sitzt dann hier unten, gegebenenfalls ich. Ja, okay. Gut, Nico, dann sage ich vielen Dank. Ja, kein Problem. Wünsche dir viel Spaß beim Gewinde nachziehen. Danke. Und Tommy ist immer noch beschäftigt mit Mantas. Mit den beiden reden wir aber gleich. Wir gehen erst noch mal hier vorne auf die Bühne zu dem Bus von Iris. Und wir bleiben mal hier auf der Seite. Das ist ja der, der vorher bei uns in der Beschichtungshalle drin war. Vielleicht erinnert ihr euch, Mantas in seinem weißen Anzug hat die Unterbodenbeschichtung gemacht und auch den Innenraum beschichtet, weil der Innenraum nicht lackiert werden soll. Innen werden nur die Sichtbereiche lackiert nachher, außen wird er komplett lackiert. Und so sieht das Ganze dann aus. Ne? Wir können ihn auch noch mal hochlassen ein Stück, dann schauen wir uns das Ganze auch noch mal von unten an. Weil der Bus jetzt an einen Punkt dann auch gebracht worden ist, in dem er so weit vorbereitet ist, dass er dann nachher zur Lackierung gehen kann. Das heißt, im nächsten Schritt findet dann
eine Abstimmung mit dem Lackierer statt. Die Lackierung wird kalkuliert und dann irgendwann wird der Bus lackiert. So, jetzt wäre das ganz gut, wenn ich mir auch noch mal kurz eine Lampe schnappe. Muss nur eine finden. Hast du mal eine Lampe für mich, Phil? Warte. Achso, die ist leer? Ah. Dann bin ich schlecht, da hinten liegt eine. Schlecht vorbereitet. Wir schleichen hier einmal kurz unter dem Bus durch und gucken uns das Ergebnis dann einmal an. Und wenn der Bus von Iris dann vom Lackierer nachher wieder zurückkommt, dann tragen wir am Unterboden noch 3 Schichten Wachs auf. Hohlraumkonservierung, vorher noch die Dämmung und dann kann auch der Bus komplettiert werden und befindet sich dann nachher irgendwann auf der Bühne, auf dem wir den Bus von Georg gesehen haben, und wird zuerst untenrum komplettiert. Mantas, jetzt kommen wir zu dir. Hallo. Schuhlevel-Mikro für dich. Ja, schön reinreden. Du hast ja das Projekt von Dominik jetzt auf der Bühne. Ja. Und zeig mal ganz kurz, wo du gerade stehst, was du machst. Jetzt habe ich B-Säule. Ja. Das ist da, B-Säule. Wasserkasten schon fertig. Und jetzt richtige Spielerei. Ja, beschreib mal. Was bedeutet Spielerei? Spielerei, das bedeutet, das muss jetzt alles vorbereitet, richtige. Mhm. Dann Kante gemacht muss, absetzen. Dann das alles muss sauber gemacht vom Rost. Mhm. Dann Grundierung kommt, Inox. Und dann richtige Messen einmal vor kriegen dieser Spalt. Aber schlimmeste Variante, das war alte Teile. Richtig schwer kriegen raus, weil das ist zwischen, das ist 3 Bleche zusammen geschweißt. Ja. Und du brauchst alte immer Seitenwand, vor richtiger Spalmessen, alles schön. Ich immer mache so, ich alles bohren raus, und dann ein paar Zwischenbleche schweißen und lassen Abstand. Und dann ich neue Blech drauf machen. Aber okay, das ist richtige Spielerei, würde ich sagen. Okay, also das bedeutet, ich habe es jetzt so verstanden, du machst jetzt diesen Bereich erstmal, ne? Ja. Spaltmaße stimmen ja noch, weil die alte, alte Seitenwand noch drin ist. Original, würde ich sagen jetzt. Genau. Dann geht es nachher weiter. Weiter, wir gehen dann einstellen Tür, Spalz einstellen, aber momentan das ich darf nicht machen, weil ich habe keine Gummis. Ja, die müssen wir erstmal beschaffen. Okay, ne? Und dann würde so einstellen Tür normalerweise mit alle gleichen Spalz, bla bla bla, wir sagen so, und dann Seitenwand, alles bohren raus, weg. Ja. Und dann Rest, wir sagen, was wir hinten finden, diese alle Löcher zuschweißen. Ja. Dann drauf Grundierung alles kommt, drauf Seitenwand, fertig. Dann wir springen bei Tür. Meine Tür auch richtiger geile. Bisschen bäulich. Ja. Richtiger bisschen bäulich. Ja. Dann ich anfange Tür ausbeulen. Dann kommt Untenschwelle. Bei mir ganze Untenschwelle auch top. Aber das ist ganze. Überall. In Rost. Fällt ein bisschen Stahl, würde ich sagen, so. Ja, ja. Schon doll, ne? Hier hinten ist auch noch, wo war da unten? Ne? Das schlimmste Variante, das ist diese Ecke, was jetzt Tür kommt. Da ein riesiger Loch und das ist schlimmste Variante. Ja, ja. Das ist richtig viel Zeit dauert, weil gibt es keine dieser Teile. Muss selber alles bauen. Ja, dann hast du auch schön ein bisschen was vor dir, Mann. Ja, das ist ganz viel, was zu tun. Und dann bis zum vorne. Wir gehen so, dann vorne und dann andere Seite. Wir so rumgehen und Ende, das ist unser Boden. Kommt. Ja. Und dann wir theoretisch sagen, schon wieder Timax, Nahtabdichtung und raus. Ja. Bis zum Lackieren. Okay, und super. Fertig. Ja, Mann, dann sage ich vielen Dank. Ja, bitteschön. Du hast immer schön ins Mikro gesprochen. Weniger gesprochen, aber das war mehr so ein... Ich halte es in die Luft und führe irgendeinen Blastrupp an. Tommy! Ja. Jetzt kommen wir aber zu dir. Jetzt könnt ihr kommen, Haben dich voll in der Aktion erwischt. Unser Timing ist perfekt. Wir haben das ganze Gewusel, was dann teilweise hier so abgeht, in Originalgeschwindigkeit jetzt einmal mitbekommen. Guck mal, ich drück dir mal dieses Mikro in die Hand. Oh, das ist aber hübsch. Ja.
Jetzt erzähl mal, was ist denn jetzt in der Zeit, in der wir jetzt hier waren, da gerade alles passiert? Ja, also ich habe halt den Kleber aufgetragen auf den Dachrahmen und dann haben wir schnell das Dach rauf, wenn wir da halt nicht aushärtet. Mhm. Ja, dann müssen wir halt das Dach runterziehen und hinten die Nietpunkte müssen halt richtig sitzen. Ne? Ja. Da sind jetzt schon 2-3 Nieten drin. Und jetzt im Ende müsste hier vorne noch die Kante umgelegt werden, damit das Dach dann vorne fest ist. Ah ja, guck mal, kommen wir das mal. Das muss halt alles ein bisschen schnell gehen. Ja. Muss das jetzt auch noch schnell gehen mit der Kante? Nee, oder? Ich hab's ja jetzt runtergezogen, ne? Ja. Also die Kante hält nachher im Endeffekt nur das Ganze fest, ist ja nachher verklebt. Also diese Blechkante, die wird hier umgelegt und genau, das fixiert dann das Dach nachher auch, damit das Dach dann vorne richtig fest ist. Mhm. Und dann kommt ja am Ende nachher noch eine Sichtnaht drauf, ja, wo das Wasser dann auch schön ablaufen kann. Ja. Genauso wie hier rein, aber da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ja, haben wir. Machen wir aber auch immer wieder. Auch für die neuen Zuschauer, die dann regelmäßig einschalten. Genau. Ja, super, Tommy. Ansonsten, ja, ich habe vorne schon erzählt gehabt, von Klaus im Bus, Motor hast du demontiert. Genau. Getriebe raus. Ne? Getriebe ab, genau, der kriegt ja dann Neues. Genau. Also, war eine ganze Menge los. Und im nächsten Schritt, das habe ich noch ganz vergessen, habe ich letzte Woche gesagt, auf der Bühne war ja der T4 von Werner. Mhm. Und der ist gerade beim Sandstrahler. Genau, der ist soweit fertig, der ist zum Sandstrahlen gegangen. Genau, kommt dann wieder und ich denke, das ist dann dein Karosserieprojekt, was du als nächstes angehen wirst. Ja. Ja. Okay, super, Tommy. Dann sage ich vielen Dank. Ja, bitte. Auch für die ungeplante Action im Video. Und wir sehen uns später, ne? Später. Wir gehen jetzt weiter. Der schöne Matthias, der letzte Woche nicht dabei war, ist diese Woche wieder da. Und wir schauen mal, was bei dem so passiert ist. Oh, wir kommen vom Timing her wieder schön in den Regen rein. Wir werden heute auch nicht mehr rausgehen. Mit Matthias endet gleich das Video. Soll mal ein kleiner Spannungsbogen sein, um dran zu bleiben. So, komm mal rein hier. Schöner. Na? Guck mal. Wir haben ein Schuhlöffelmikro. In der letzten Woche hatten wir ein Schraubendreher-Mikro. Wir müssen noch ein bisschen improvisieren wegen des Tons. Okay. Ich drück dir das mal in die Hand. Das Zepter an mich? Ja, genau. Und du sprichst da schön rein. Ja, so ist super. Und lass mal so ein bisschen schauen jetzt hier. Bei dir ist ja auch allerhand irgendwie passiert die Woche. Führ uns mal so ein bisschen durch. Genau. Was dann grundsätzlich schon gemacht wurde. Das ist der Bus von Andreas. Mhm. Der war ja in der Karosserie drüben, der hat richtig aufwendig was bekommen. Ja. Andreas war ja letzte Woche da und hat mir so Fotos gezeigt, wie der aussah und wie er den genutzt hat. Ja, jedenfalls, ich habe vor 2 Wochen mit der Unterbodenbeschichtung angefangen und bin jetzt am Komplettieren. Ich werde den Bus mal hochlassen, dann können wir uns das mal anschauen, wie es von unten aussieht. Ja. Ist auf jeden Fall schon jede Menge passiert. Fahrwerk ist drin, Kabelbaum, Bremsleitung. Man hat es ordentlich durchgezogen. Ja. Andreas sagt, er möchte den Zeitplan nutzen. Ich sage, dann gebe ich Gas. Ja, bei Matthias ist das auch immer schön zu beobachten. Ne? Der kann sich so richtig schön gedanklich verlieren in solchen Projekten dann nachher. Das ist, du bist da sowas vom Kopf her tief drin. Jedes Mal, wenn ich herkomme, das ist wie, hey. Ja, ja, genau. Ne? Ich bin in meiner eigenen Welt. Ja, genau. In meiner kleinen Bulli-Welt. Ja. Und da sehen wir das dann. Ne? Also hier ist dann, wie gesagt, das Wachs drauf. Mhm. Kabelbaum schon so leicht vorbereitet, das muss natürlich alles noch perfekt verlegt werden. Der Kunde, also man sieht jetzt auch die Querlenker, die sind jetzt bewusst nicht gepulvert. Mhm. Der Kunde hat gesagt, das ist okay. Mhm. Ne? Die sind ja auch noch vom Zustand her super. Ne? Ja. Sieht halt nur etwas schmutzig aus vom Rest. Ja, ja, ist, aber ne? Gut, das ist halt Gebrauchsgegenstände. Ja, jedenfalls, wir können ja nochmal weiterschauen. Guck mal hier, die Haltegitter sind auch schon drin. Ja, ne? Die haben wir auch im Shop. Ja. Ne, das harmoniert recht gut. Mhm. Das macht schon guten Eindruck. Ja, wenn wir hier weiter lang gehen, sehen wir dann die neuen Bremsleitungen sind verlegt. Mhm. Die Schaltung ist schon teilweise drin. Schön geschmiert, damit das alles flutschig schaltet. Vorderachse, Bremsstaubbleche, neue Bremsscheiben. Mhm. Ja, Vorderachse ist komplett ausgebuchst. Ne? Traggelenke, alles neu. Ja. Da kann er da auf große Reisen gehen. Ja, schöne Sache. Ja. Wirkt auf jeden Fall gut, ne? Ja, ich finde die Farbe auch cool. Ja, muss ich auch sagen. Es ist was, was man nicht so sieht, so oft, ne? Untypisch ein bisschen, ja. Genau. Was ist, liegt jetzt nächste Schritte bei dir? Was hast du geplant? Ich bin jetzt,
gehe jetzt in den Innenraum. Mhm. Da mache ich jetzt die Elektrik, Türen komplettieren. Ja. Genau, so Schritt für Schritt. Ja. Okay. Und ja, dann nimmt das langsam Gestalt an. Ja. Ja, schöne Sache. Herr Matthias, nehmen wir dieses Zepter dann jetzt wieder an mich. Genau. Du hast es ganz hervorragend gemacht. Und wir beide können jetzt den Abgesang des Videos machen, weil mit dir das Beste kam zum Schluss. Ja, ist so. Das haben die Kollegen jetzt nicht gehört. Nein, also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. War ein bisschen wuselig, wir haben eine ganze Menge drin gehabt. Ich glaube, waren ganz gute Inhalte. Ein Kunde war auch dabei. Paul hat eben auch noch mal kurz ein bisschen was geschnattert. Und Matthias, du sagst jetzt Tschüss. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich hab's verkackt. Also einschalten. Einschalten, ciao. Bis zum nächsten Mal.